So, hallo. Hier sind wir wieder mit unserem Pumpernenter, mit Professor Sinus, wo wir alle eure Fragen beantworten wollen in einer kurzen OP-Pause zwischen Brustvergrößerung und der nächsten Fettabsaugung. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, was ist eigentlich auf Instagram los und warum bringt ihr keine Live-Operationen mehr und so wenig OPs oder OP-Bilder? Also, Instagram hat seit einiger Zeit seine Richtlinien verändert. Es geht darum, dass wir mehr Rücksicht nehmen auf die Minderjährigen, die auch Zugriff haben auf die Smartphones und natürlich auch auf Social-Media-Kanäle, so wie zum Beispiel Instagram, sodass wir in den nächsten Tagen und Wochen ein neues privates Profil eröffnen, wo wir viele unblutige Inhalte von einem Profil aufs nächste übertragen werden. Und ich hoffe, dass ihr alle mit dabei seid. Wir fangen an mit einer Frage von Tanja27. Ab wie vielen Jahren darf ich eine Brustvergrößerung machen? Ich bin 17 Jahre alt und möchte Silikonimplantate haben. Also, liebe Tanja27, wir haben folgendes Problem, was dein Alter anbetrifft, dass wir zum einen eine juristische Problematik dort haben. Mit 17 Jahren kannst du nicht vollumfänglich einwilligen zu dieser Operation. Das heißt, es bedürfte hier im eigentlichen Sinne dem Okay deiner Eltern, was im eigentlichen Sinne auch okay wäre dann, aber da wir hier eine Brustvergrößerung haben, die keine lebensnotwendige Operation ist, möchte ich persönlich solche Eingriffe nicht vornehmen, sodass wir hier Patientinnen erst ab dem 18. Lebensjahr, also der juristischen Vollreife, was die Einwilligungsfähigkeit anbetrifft, akzeptieren. Das zweite, was wir haben, ist die biologische Problematik. Wir haben tatsächlich bei einigen 17-jährigen Mädchen noch nicht den vollen weiblichen Körper ausgeprägt. Das muss man sehr individuell betrachten. Wir sehen heutzutage tatsächlich auch 15-jährige Mädchen, die man sich anguckt mit voll ausgebildeter Brustdrüse, wo du denkst, Mensch, die ist ja schon eine richtige Frau. Nichtsdestotrotz haben wir dann auch das Problem der juristischen Einwilligung und der Fähigkeit, diese juristische Einwilligung zu geben. Nichtsdestotrotz und wie auch immer man das argumentieren möchte, in der Sinus-Klinik hier in Berlin akzeptieren wir erst Mädels zur Brustvergrößerung ab 18 Jahren. Nächste Frage kommt von Gipfelstürmer167 mit der Frage, was ist deine häufigste Operation und welche Operation machst du am liebsten? Also an sich das eine sehr einfach zu beantworten, dadurch, dass wir in sehr, sehr vielen Eingriffen eine Fettabsaugung mit inbegriffen haben, ist eine der häufigsten Operationen. Schau mal, wir haben hier die Anke, schnell mal hinterhergehen. Anke bereitet gerade alles vor. Alles schön vorbereiten, Anke. Und dann kommen wir gleich zur OP. Noch einmal, also am häufigsten machen wir hier tatsächlich Fettabsaugung, weil in vielen anderen Operationen, wie zum Beispiel der Bauchdeckenstraffung, der Oberschenkelstraffung, Oberarmstraffung, bla bla bla, da sind überall diese Fettabsaugungen mit drin. Jetzt zum Thema, was ich am liebsten mache. Tatsächlich ist es so, dass ich ein sehr, sehr großes Interesse an einem breiten Spektrum habe. Das heißt, ich liebe die Vielfalt. Ich mache sehr gerne Brustvergrößerung und da insbesondere die schwierigen Sachen. Das sind dann Straffungsoperationen, Brustvergrößerung bei Patientinnen, die schon mal operiert worden sind oder eben Plus-Minus-Varianten, Brustverkleinerung und alles, was eben mit der Brust so zu tun hat. Darüber hinaus operiere ich sehr, sehr gerne die Straffungsoperationen nach Gewichtsverlust. Das sind hochinteressante Charakter und Persönlichkeiten, die man da kennenlernt. Es ist immer eine Bereicherung, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Deswegen mache ich das besonders gerne. Und meine ganz große Liebe gilt den Gesichtern. Ich bin im Gesicht ganz speziell ausgebildet worden, sodass ich heute hier in der Sinus-Klinik in Berlin jedes Jahr mehrere hundert Facelifts im Jahr mache, sehr, sehr viele Nasenoperationen mache und natürlich auch ganz viele Blepharoplastiken und das, was euch im Moment besonders am Herzen liegt, auch sehr, sehr viele Cat Eyes. Also man sieht, so einfach ist es nicht zu beantworten. Ich mache mittlerweile plastische Chirurgie seit 21 Jahren. Das heißt, ich habe da ein ganz, ganz, ganz breites Spektrum und ein sehr, sehr breites Interessensfeld, wenn es um meine Vorlieben geht. Nächste Frage kommt von Sibylle-Scott-44124. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen, Sibylle. Es geht um die Frage, die du hier stellst. Kann man eine Oberlid- und eine Unterlidstraffung in einer Operation durchführen? Also, habe ich aufgegriffen, weil ich diese Frage super spannend finde, weil diese Frage tatsächlich sehr, sehr häufig kommt. Natürlich, liebe Sibylle, können wir diese Operation sogar ambulant als Ober- und Unterlidstraffung in einer Kombi durchführen. Mit folgender Voraussetzung. Es handelt sich um gesunde Patientinnen und Patienten, die nicht besondere Fürsorge nach der Operation in einem stationären Setting brauchen. Ansonsten würden wir sowas entweder splitten oder stationär machen.
Die Oberlidstraffung und die Unterlidstraffung kann man sehr gut in einer kurzen Narkose durchführen. Bei der Oberlidstraffung haben wir eine kurze Ausfallzeit von 7 bis 10 Tagen. Bei den Unterlidern müsst ihr ein bisschen länger einplanen, manchmal bis zu 3 und 4 Wochen, wenn man Pech hat, vielleicht sogar auch länger. Wenn es besser läuft und man Glück hat, nicht raucht etc., dann kann sowas auch nach 2, 3 Wochen schon komplett abgeheilt sein. Also ihr seht, die Operation ist möglich, man kann das Ganze in einem Abwasch machen und es bietet sich tatsächlich auch an, dass man beide sogenannten Rekonvaleszenzzeiten in einem zusammen ablaufen lässt. Wenn ihr mehr Details dazu haben wollt, auch dazu haben wir in der Vergangenheit schon ein YouTube-Video bei Plastic Surgery Coach gemacht zu der Lidstraffung. Ich blende euch den Link nochmal oben ein, dann könnt ihr rüber switchen. Okay, Anke ruft mir gerade zu, habt ihr eben gesehen, ganz fleißig war sie, jetzt ist unsere Zeit leider abgelaufen. Ich habe mich gefreut, dass wir wenigstens ein paar Fragen hinbekommen haben heute zwischen 2 Operationen. Ich mache jetzt eine Brustvergrößerung, ich hoffe, ihr macht Feierabend und habt einen entspannten Abend. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Pump and Answer mit Professor Dr. Sinis. Stell mir deine Fragen, ich gebe dir die richtigen Antworten. Bis dahin.